there's a color in the street. Red, white and blue. People shuffling their feet. And people sleeping in their shoes. But there's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we better off dead. Don't feel like Satan, but I do them. Though I try to forget it any way I can. I keep on rocking in the free world. I keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. I keep on rocking in the free world. In der heutigen Lesson geht es um den Song Rocking in the Free World von Neil Young und nach dem kurzen Intro geht's los. Hallo, ich bin Sibylle von der Online-Gedankenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Heute geht es um den Song Rocking in the Free World von Neil Young. Eigentlich so vom Song her gar nicht so schwer, lässt sich eigentlich recht locker spielen. Alles hält sich in Achtelrhythmen, man kann also dabei wunderbar Achtelrhythmus üben. Ja, Akkorde sind alle so ziemlich normal. Und ja, würde sagen, wir legen los. Ganz, ganz wichtig noch, der Song ist, ich habe von einer Live-Version rausgehört, da ist die Gitarre insgesamt einen Ganzton tiefer gestimmt. Das heißt also, jede Seite einen Ganzton nach unten. Das heißt also, wir haben dann hier eine D-Seite, eine G-Seite, eine C-Seite, eine F-Seite, eine A-Seite und wieder eine D-Seite. Ich habe aber meine Gitarre jetzt ganz normal hier im Standard-Tuning. Aber wenn du deine Gitarre runterstimmst, und dieselben Akkorde spielst, wie ich sie dir jetzt zeige, bist du genau passend. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Ja, los geht das Ganze mit dem Intro. Intro, die Akkordfolge und auch der Rhythmus ist dasselbe wie in der Strophe und auch gleichzeitig dasselbe wie im, da ist ein Mundharmonika-Teil mit drin, der Rhythmus davon, also der Background vom Solo. Die Akkorde, die wir brauchen, sind ein E-Moll-Akkord, ein D-Dur-Akkord und ein C-Dur-Akkord. Ich habe schon gesagt, die Rhythmik, kleinste Rhythmik sind Achtelnoten, von daher ist es immer so, alle Zählzeiten 1, 2, 3, 4 werden ausschließlich immer nach unten angeschlagen. Ja? Alle Unzählzeiten schlagen wir nach oben. Okay. Die Rhythmik von unserem ersten Takt sieht so aus, wir spielen unseren E-Moll-Akkord auf Zählzeit 1, also ein Abschlag. Auf Zählzeit 2 nochmal einen Abschlag und auf Zählzeit 2 und spielt man E-Moll 7. Das heißt, wir gehen mit unserem kleinen Finger in den dritten Bund auf der B-Seite. Ich nenne die B-Seite, oder das ist die deutsche H-Seite, internationale Bezeichnung ist B und deswegen nenne ich das auch die B-Seite. Ja? Also wir haben 1, 2 und auf Zählzeit 3 mache ich einfach einen Luftschlag. Ja? 3 schlage ich in der Luft nach unten, gehe dann wieder auf mein E-Moll und spiele dann und 4. Heißt 1, 2 und 3 und 4. 1, 2 und 3 und 4. So, dann geht's für 3 Anschläge 1 und 2 auf einen D-Dur-Akkord. 1 und 2. Und auf CZ 2 und, also bei meinem Aufschlag, spiele ich einen C-Dur-Akkord. 1 und 2 und. Ja, also 1 und 2 und. Auf Zählzeit 3 wieder einen Luftschlag nach unten. Ne? Und auf Zählzeit 3 und Aufschlag. Auf 4 spiele ich ein C at 9. Das gehe ich auch wieder mit meinem kleinen Finger in den dritten Bund auf der B-Seite. Ja? 4 und bei 4 und wieder weg. Das heißt, unser C-Akkord beginnt ja auf Zählzeit 2 und. Also habe ich ein, der D kommt davor. Ja? Und dann geht es 1, 2 und 3 und 4
4 und. Mit dem D zusammen wäre es dann 1 und 2 und 3 und 4 und. Nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und. Heißt der ganze Rhythmus 3, 4, 1, 2 und 3 und 4. Zwei und drei und vier und eins. Eins und zwei und drei und vier und. Ja, die Anschläge stehen ja in der Tabulatur diesmal mit dabei. Wichtig ist einfach das Zählen. Ja, ich schreibe die Zählzeiten auch mit runter, dass man da auch weiß, wo man da ist. Ja, aber das ist wirklich ganz wichtig. Zählt das Ganze aus und macht es wieder Stück für Stück und sowas. Und dann kommt der am schnellsten auch voran. Dann geht's in den Refrain. Für den Refrain brauchen wir einen G-Dur-Akkord. Ja? Und da bevorzuge ich immer diese Form hier, wenn es zumindest so eine normale Akustikgitarre gespielt ist, weil ich einfach schneller wechseln kann. Ja? Auf diese Form oft wird er so gezeigt oder sowas. Aber das ist einfach eine praktischere Form. Ist am Anfang ein bisschen schwieriger. Dafür sind alle anderen Wechsel dann wesentlich einfacher. Das heißt also, Mittelfinger liegt im zweiten Bund auf der A-Seite, der Ringfinger liegt im dritten Bund auf der tiefen E-Seite und der kleine Finger ganz unten und ist die Schwierigkeit im dritten Bund auf der hohen E-Seite. So, unser G-Dur-Akkord wird gespielt. Wir spielen auf CZ1. Auf CZ2 mache ich einen Luftschlag und auf 2 und Aufschlag und auf 3 wieder ein Abschlag. Das ist die erste Hälfte, also 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Und jetzt am Schluss hänge ich einfach nur noch eine 4 und eine 4 und mit dran. 4 und, ja? 1, 2 und 3, 4 und. Nochmal. 1, 2 und 3, 4 und. So, dann geht's auf einen D-Dur-Akkord. Genau dieselbe Rhythmik. 1, 2 und 3, 4 und. Heißt G und D. Und jetzt gehe ich auf einen C-Dur-Akkord. Da spiele ich 1, 2 und. Und auf 2 und spiele ich wieder meinen C-Add-9. 1, 2 und 3 und 4 und. 1, 2 und 3 und 4 und. Mit Anschlag, dass man sieht. 1, 2 und 3 und 4 und. Ja, und dann geht es in den letzten Takt. Wir spielen immer noch unseren C. Diese Anschläge jetzt im letzten Takt werden dann betont auf CZ1, 1 und auf die CZ2 und. Also ich spiele C, 1 und auf CZ2 mache ich wieder meinen Luftschlag und auf CZ2 und wechsle ich schon auf E-Moll. Also 1 und mit hier 1 und. Nur, dass diese Anschläge betont werden. Ich haue also ein bisschen mehr rein, ja? 1 und 3. So, und am Schluss spiele ich wieder und bei meinem E-Moll-Akkord, also einen Aufschlag, und auf 4 wieder mein E-Moll 7. 4 und. Habe ich also 1 und 3. 1 und 2 und 4. Langsam. 1 und 3. Ja, so, ganze Refrain. Text. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world.
Ja, und dann geht's in die Bridge. Und für die Bridge brauchen wir einfach nur einen Wechsel zwischen A-Dur und A7. Da greife ich einfach mein A-Dur und dann nehme ich einfach nur meinen Mittelfinger raus. Bei der Bridge ist es aber wirklich so, jede Bridge klingt anders. Und ich habe das ja von der Live-Version rausgehört und muss sagen, da ist es schon sehr, sehr frei. Also ich würde jetzt mal sagen, so, man probiert es ein bisschen so in der Richtung. Ja? Was natürlich eine super coole Übung ist, ist natürlich dann alles einzeln auszuzählen. Ja? Ich habe ja jetzt die Akkorde genau über die Anschläge drüber geschrieben, oder drüber geschrieben. Und das sieht das Ganze so aus, im ersten Takt geht's los mit 1, auf A geht's los, 1, 2, 3 und. Ja, auf 3 und gehe ich auf A7, den spiele ich auch nochmal auf CZ4 und, ja. 1, 2, 3 und 4 und 1 und 2, da bin ich schon wieder auf mein A. Und jetzt geht's auf 3, wieder auf A7, 3, auf, wieder auf mein A zurück und 4 und. Ist ein bisschen komisch eigentlich zu erklären, das Ganze. Ich würde einfach sagen, ich spiele es nochmal ganz langsam und man probiert es einfach so ein bisschen mitzuzählen. Wichtig ist immer eines, Zählzeiten 1, 2, 3, 4 schlage ich immer nach unten, alle und immer nach oben. Ja? Also 1, 2, 3 und 4. Ja, nochmal. 1, 2, 3 und 4. So, dann geht's in den dritten Takt auf A. 1 und 2, 3 und 4 und. 1 und 2, 3 und 4 und. Und der letzte Takt ist dann einfach nur noch A. 1 und 2 und 3, 4. So, der ganze Rhythmus von der Bridge. Langsam. Aber wie schon gesagt, als Übung finde ich es gut. Aber jetzt, ob man das jetzt beim, wenn man einen Song spielen möchte, ob man das jetzt unbedingt mit drin hat, genauso, oder ob man einfach nur so ein bisschen frei wechselt. Ich denke, das bleibt sich wirklich da an der Stelle egal, wie schon gesagt, weil die Bridge kommt zweimal vor. Ich glaube, einmal das ist kurz vom Solo oder sowas noch. Und da ist es schon wieder ganz anders und so. Und ich glaube nicht, dass es da jedes Mal gleich gespielt wird. Ja, und dann gibt es bei der Live-Version am Schluss einfach noch ein Outro. Und es funktioniert einfach so, wir spielen auf CZ1, ein E-Moll. 1, 2, 3, 4, den spielen wir kurz, ja. 1, 2, 3, 4 und dann spielen wir D. 1, 2, C, 3, 4 und das Ganze wiederholen wir, ich glaube, 4-mal oder 8-mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2. Ja, recht easy. Ja, das waren alle Parts, die im Song Rocking in the Free World enthalten sind. Ich habe es von der Live-Version rausgehört. Ich weiß nicht, wie es auf einer Studio-Version klingt, aber Live-Version auf jeden Fall passend. Und ganz wichtig, die Gitarre ist insgesamt ein ganz Ton tiefer gestimmt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn der Daumen nach oben geht. Natürlich teilen und so weiter. Ich freue mich auch über einen Kommentar mal unter dem Video. Hat es dir gefallen? Mich würde es freuen. Gibt es besondere Wünsche oder sowas? Möchte ich auch gern für meine Zuschauer auch mal den ein oder anderen Wunsch erfüllen. Ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? Ja, in dem Song geht es sehr, sehr viel um Rhythmik. Und ich möchte dir auch raten, schau ruhig auch mal, nicht nur unten immer nur in die Tabulatur, schau ruhig mal oben in die Noten. Oben in den Noten steht die Rhythmik. Und die ist wesentlich wichtiger, meiner Meinung nach, als die Akkorde, die unten drunter stehen oder was da gegriffen wird oder ob man jetzt ein E-Moll 7 greift oder nicht. Ja? Die Rhythmik oben, Rhythmus macht Musik, ganz einfach. Ja? Und deswegen würde ich dir raten, zähl das Ganze wirklich aus. Geh danach, wie ich dir es gesagt habe, alle Zählzeiten 1, 2, 3, 4 nach unten und alle Unzählzeiten nach oben. Richtig auszählen, Takt für Takt.
ist ja egal, dann braucht man vielleicht mal ein bisschen länger, bis man den Song drauf hat, aber dafür hat man den dann richtig gut drauf. Ja? Wenn du dich allgemein über das Gitarrespielen mehr informieren möchtest, wenn du vielleicht der Meinung bist, eigentlich, ich komme schon Ewigkeiten an der Gitarre nicht mehr weiter, oder du bist der Meinung, du hast überhaupt keine Ahnung vom Gitarrespielen, du kannst zwar ein paar Griffe und sowas, aber richtig, was da auf dem Instrument passiert, was da abgeht, hast du überhaupt keine Ahnung davon, dann möchte ich dir gerne meinen Gitarre lernen online Masterplan empfehlen. Wenn du natürlich solche Songs wie Rocking in the Free World schon spielen kannst, dann möchte ich dir den Masterplan 2 empfehlen. Ja, dann der 1er ist definitiv für die Einsteiger, für die jetzt gerade anfangen, Gitarre zu spielen. Und der Kurs ist wirklich der Hammer. Du lernst in dem Kurs alles Wichtige zum Gitarrespielen. Du lernst da wirklich alles. Es geht ums Notenspielen, es geht sehr viel um Rhythmik, es geht um Zupfmuster, Anschlagsmuster, es geht wie man Blues auf der Gitarre spielt. Es geht darum, wie man Einblick in die Klassik, zweistimmiges Gitarrespielen. Ja? Ich habe ein ziemlich cooles Konzept für Tonleitern. Auch das wirst du in diesem Kurs erfahren und sowas. Wie schon gesagt, der Masterplan 1 ist komplett für die Einsteiger. Den kannst du 14 Tage lang, wenn du gerade anfängst, Gitarre zu spielen, 14 Tage lang kostenlos und wirklich unverbindlich einfach mitmachen. Verpflichtet sich zu gar nichts. Ja, kannst einfach mal 14 Tage kostenlos Gitarrenunterricht nehmen. Und der Masterplan 2, der ist dann wirklich für Leute, die jetzt zum Beispiel solche Sachen spielen können, schon auf der Gitarre oder spielen wollen und schon vielleicht auch die ein oder andere, ja, oder vielleicht schon ein Jahr oder so Gitarre spielen, würde ich sagen, schau dir gleich den Masterplan 2 an oder sowas. Und da geht es wirklich um wirklich wichtige Sachen. Und danach kann ich dir eins garantieren. Du kannst danach richtig Gitarre spielen und du kannst danach das, was du auf der Gitarre spielen möchtest, kannst du auch wirklich umsetzen auf diesem Instrument. Ja? Und stehst nicht nur unten und spielst immer nur die Zahlen von der Tabulatur ab. Und das ist das Ziel vom Masterplan. Ich möchte, dass du ein richtig guter Gitarrist wirst. Und ich freue mich drüber. Kannst ruhig mal in mein Gästebuch reinschauen, wenn die Leute mir immer schreiben, was der Kurs bei denen schon bewirkt hat. Und da sind viele dabei, die geben mittlerweile Unterricht. Ja? Die haben mit dem Kurs angefangen und geben mittlerweile Unterricht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und sehr, sehr viele geben mittlerweile kleine Auftritte und alles Mögliche und kleine Konzerte und sowas. Ja? Also ist richtig hammermäßig. Mich würde es freuen, wenn ich dich im Kurs begrüßen darf. Und wir sehen uns in der nächsten Lesson und bis dahin sage ich Ciao, der Michel!